So, da bin ich wieder. Das ging jetzt echt schnell. Ich habe nur einen kleinen Denkfehler drin gehabt. Ich zeige euch das nochmal kurz. Ich schiebe den da rüber. Dann ist klar, ich muss erstmal das Teil hier nach unten bewegen. Also das hier. Machen wir das doch. Und bevor ich den jetzt direkt da ganz reinschiebe, mache ich so und schiebe den einfach nach hier. So. Habt ihr gerade wahrscheinlich schon gesehen. Dann können wir nämlich so machen. Den ganzen Vorgang wiederholen. Und zack. So. Das war's auch schon. Bis hierher. So wahrscheinlich nicht. Das bringt's alles nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Oh nee. Okay, das wird so nix. Nee, so wird das nix. Das Einzige ist wirklich das hier. Nee. Ja, das ist jetzt irgendwie doof. Denn das ist das Einzige, was mir einfällt. Weil von hier aus können wir nichts machen, außer da rein. Dann müssen wir den verschieben. So bringt gar nichts. So können wir jetzt hier hin, aber dann können wir auch nichts groß bewegen, sondern nur so. Und dann kommen wir hier nicht raus. So. Dann können wir hier hin. Können wir aber auch hier auch nichts bewegen. Kommen hier nicht raus. Das lässt mich schließen, dass wir das machen müssen. Denn der lässt sich bewegen. Nach hier. Und dann kommen wir auch hier raus und können noch mehr bewegen. Ach ja, vielleicht so. Ja, aber das sieht schon mal gut aus. So. Bitte einen kurzen Moment ertragen. Ja, dann komme ich da aber nicht mehr rein. Nee. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Gut, dann machen wir noch mal eben kurz einen Skip, bitte. Also, bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe einen kurzen Blick in die Lösung werfen müssen. Es war aber nur eine Anregung, die ich genommen habe, als ich habe mir nicht direkt die ganze Lösung angesehen. Und bin dann auch schnell selbst drauf gekommen, weil es wirklich nicht so schwierig war. Hier, das war mein Fehler. Ich bin automatisch hier reingegangen. Und das war falsch. Ich musste das Ganze so machen. Dann kann ich den nämlich nach hier schieben. So, dann kann ich das hier machen. Ja. Dann muss ich die hier beiden, die beiden tauschen, weil ich ja mit dem roten hier da oben, hier rein will. Das heißt, den nach da schieben. Dann kommt der nach unten. Dann können wir da rein. Dann nach links und nach unten. So. Win. Ja, komm, rück raus das Geld. Jawohl. Sowas in der Richtung dachte ich mir, ja. So, habe ich mich eine Batterie. Ach, dafür ist wahrscheinlich das Band, ne? Jetzt macht das Sinn, klar. Wir können dann mit der Münze die beiden Batterien zusammenkleben. Quatsch, mit der Münze noch eine neue Batterie kaufen. Und beide Batterien dann mit dem Band zusammenbinden. Nicht dumm. Nicht dumm. Aber die haben Ideen, echt.
zwei Batterien und ein Band. Hahaha, ich wusste es doch. Ah ne, hier muss ich ja hin. So, und zack. Mit der coolen Musik im Hintergrund. Und wieder Benzin kaufen. Besorgen. So, einmal fallen lassen. Einmal ans Fenster. Hi. Ich hätte gerne noch was Benzin. Oder Öl oder so. So. Machen wir doch eben. Ich habe den Schlauch noch dabei, den wir hier oben aus der Lüftungsanlage, aus der Klimaanlage oder was auch immer geklaut haben. So. Einmal aufschrauben. Rein. Lass laufen. So. Dreimal pumpen. Oder viermal pumpen. Das reicht. Wir wollen nur einmal hochfahren. Das reicht ja so. Und wieder anschmeißen. Das ist ja nicht sehr umweltfreundlich alles hier. So. Und ab geht's. So, hier fährt sich wieder das Ding aus. Doch, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Auch wenn ich wirklich schwere Probleme mit diesen schweren Rätseln habe. Vor allen Dingen um eine Uhrzeit wie diese. Hehe. Beziehungsweise einen Müdigkeitszustand. Das muss ja nicht unbedingt an der Uhrzeit liegen, sondern eher daran, dass ich müde bin. Obwohl das natürlich auch meistens mit der Uhrzeit zusammenhängt. Nun ja, gut. Hätten wir aber auch das hier geschafft, würde ich sagen. So. Und einmal abgeben. Guck mal. Zack, so. Und es läuft. Oh, Überwachungskamera. Aha. Meh. Okay, das werden wir gleich noch brauchen. Gehen wir mal hier zu diesem Kasten. Kriegen wir nicht auf. 1, 0, minus 1. 1. Wir sind also im ersten Stock. Möchte ich die 0. Das ist dieses Ding. Das Blatt hier hängt im Weg für die 2. Machen wir mal die 0. Okay. Da fehlen Lampen. Okay, dann lässt sich ja das ja gar nicht machen hier. Oder? Moment. Ach ja. Zack, so. Und da haben wir eine Lampe. So, ja, sehr gut. Dann können wir nämlich in den 0. Stock. Dafür fehlt nämlich nur eine Lampe. Da fehlen leider 2 für. So. Da, 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 da. Mist. Zack. So, also wir müssen dieses Muster dann bilden, ne? Moment. Da, da, ha, 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 ha. Sehr gut. Okay, also. Erst die Sanduhr. So, jetzt bewegen wir uns. Und... hoppala. Was? Ach je. Ist ja dämlich. Einen Augenblick. Nee. Okay, wir müssen den Weg anscheinend wieder zurückgehen.
Auch wenn ich mich gerade frage, wo wir die Lampe herkriegen sollen. Aber ich denke gerade, wir sind ja jetzt gerade mal wieder hier gelandet. Also, ja, einmal wieder hier den schönen Speichervorgang ausführen. Spielstand, keine Ahnung, 2 nehmen wir jetzt mal. So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich genauso erfolgreich, wie wir heute doch teilweise waren, auch wenn es wirklich nur sehr kurz war. Bitte entschuldigt dies, wir sind hier in der Woche und ich möchte ja möglichst Folgen für euch haben. Also, sehen wir uns dann. Bis denn. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Machinarium. Ja, wir sind letztes Mal schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Wir sind nämlich in einem Fahrstuhl gelandet. Ja, dieser Fahrstuhl führte ja wieder zurück dahin, wo wir ja gerade waren. Und da habe ich in meiner Müdigkeit eine Möglichkeit, die wir ja mit diesem süßen kleinen Kerlchen hier haben, komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, ob der Satz jetzt vollständig war. Egal, was soll's. Also eine Sache habe ich überhaupt vergessen, die das kleine Kerlchen kann. Nämlich, dass dieses, wie nenne ich das, Schrumpfen, Wachsen Ding, ne? Also wir können ihn quasi am Kopf anfassen und ihm sagen, ey, wachs mal, ey, schrumpf mal. Das habe ich vergessen, denn das ist das, was im Fahrstuhl eigentlich wichtig war. Um darauf zu kommen, musste ich erst im Lösungsbuch nachgucken und sehen, dass man ins zweite Stockwerk konnte. Das hat bei uns ja nicht geklappt. Aber das sehen wir ja gleich, wenn wir wieder da sind. Ich muss da eben hin, ne? Wir wissen ja, der Weg ist etwas komplizierter, außer ich bin zu blöd, den Fahrstuhl zu benutzen. Was ich nicht hoffe. Ich weiß nicht, wie es da unten aussah, dass vielleicht werden wir noch die Chance haben zu sehen, ob ich da einfach zu blöd für war oder auch nicht. So, jetzt landen wir erstmal wieder hier im Gewächshaus. Hier haben wir uns ja auch eine ganze Weile rumgetrieben, um diese komische Tür aufzubekommen. So, dann am Polizisten vorbei, der jetzt auftaucht, da. So, dann schauen wir uns das jetzt mal im Fahrstuhl an, wenn ich denn ihn rufe. Ding. So. Hier. Wir hatten hier die Muster an der Wand, die uns sagen, wo wir hin müssen. Wir sind in 0 und... wir sind in 1 und 0 kriegen wir auch hin. Mit der Lampe. Ne? Und 0... Ja, da kommen wir auch hin. Und 0 war leider das unten, wo wir schon waren. Jetzt habe ich das hier vergessen, wie wir sehen. Wenn ich so bin, kann ich ja hier nichts machen, weil die 2 ist ja verdeckt. Wenn ich mich aber groß mache, zack, sehen wir, es ist ein Stern. Ja, und auch den können wir nachbilden mit unseren Lampen. Einen Augenblick, das sieht so aus. Und schon landen wir im zweiten Stockwerk. So. Wir landen in diesem schönen Saal mit Roboterköpfen an den Wänden. Hier sieht's nach Lampen aus. Lala. Ach ja, das übliche natürlich. Ab hier habe ich wieder keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, wir können auf einem Staubsauger reiten. Das ist schon mal schön. Hier hängt ein Faden. Ah ne, das ist der Stecker. Aha. Okay, also merken wir uns, wir können hier diesen Staubsauger bewegen. Was auch immer das bringen mag. Gucken wir uns mal hier ein bisschen noch um. Jetzt fehlt der Strom. Hinweis haben wir auch keinen, wir haben nur noch die Dia-Schublade dabei. Jetzt passiert hier gar nichts. Vielleicht können wir hier was anderes anstöpseln. Naja gut, schauen wir uns erstmal in den anderen Räumen um. Hier ist auch eine Lampe. Na, gehen wir erstmal nach... was weiß ich da? Ich würde nämlich gerne an die Schere drankommen wollen, aber das geht wohl nicht. Oh nee.